Quizfrage: Wie macht man als Lübecker seinen Trainer glücklich, wenn der Geburtstag hat? Richtig, 3 Punkte. Endlich der erste Saisonsieg. So könnten die Lübecker Rolf Landahl links im Bild ein Geschenk machen. Und sie tun in der Anfangsphase viel dafür. Röser, Freistoß, Tor! 11. Minute. Und dann gleich so ein Traumtor von Martin Röser. Am Dienstag bei Türkgücü hat dann 11 Meter verschossen, ein Traumtor erzielt. Und jetzt legt er gleich nochmal eins nach. Müller streckt sich, kommt nicht dran. Und Lübeck macht weiter. Boland, Freistoß aus dem rechten Halbfeld. Und dann schöne Grüße von Uwe Seeler. Hopsch mit dem Hinterkopf. Und Sven Müller mit einer guten Parade weiter 1-0 für den VfB. Was macht eigentlich Halle? Halle kommt mit Titsch Rivero. Der auf Guttau hat Platz, zieht ab, oh, gar nicht so verkehrt. Rechts vorbei von Julian Guttau, aber Pausenführung für Lübeck. Vergessen Sie die erste Halbzeit, jetzt wird alles anders. Florian Schnorrenberg und der HFC plötzlich voll da. Das ist Terence Boyd, Tor-Assist und Tor am letzten Spieltag. Da kommt der Ball zu Boyd, der zieht ab, Tor! Ausgleich, 1-1. Guttau mit der Vorarbeit. Der Ball wird von Riebles Hinterkopf, hier sehen wir es noch, leicht abgefälscht. Und dann Beuth verdeckt. Räder macht sich lang, aber kommt nicht heran. Schnorrenberg, einer der Gratulanten. Weiter geht's. Halle in Vorwärtsbewegung. Die 65. Minute. Derstroff in der Mitte sind Beuth und Dehl. Und Dehl macht's mit dem Kopf. Laurenz Dehl, es steht 2-1 für den Halleschen FC, weil keiner Dehl sieht, weil keiner Derstroff attackiert, weil Reda den Ball nicht festhält. 3 Minuten und 4 Sekunden dauert es. So viel Zeit braucht Halle nur, um aus dem 0-1 ein 2-1 zu machen. Lübeck bis jetzt noch gar nicht gefährlich im zweiten Durchgang. Überhaupt nicht da. Das ist Deichmann. Deichmann, der Kopf ist oben, er sucht Deters und findet Benjamina. Sofian Benjamina, die 81. Minute, es steht 2-2. Der Joker ist auch an der Torvorbereitung beteiligt, wurde eingewechselt und kommt dann hier, schleicht sich heran, der Ball liegt frei, Benjamina macht das 2-2. Lübeck wirft alles nach vorne. Die 90. Minute, alle Verteidiger sind vorne. Boland, die einzige Absicherung. Beuth macht das gut, schickt Guttau auf die Reise. Tor! Tor! 3-2 für den Halleschen FC durch Julian Guttau. 20 Jahre in Halle an der Saale geboren. Ein Mann aus dem eigenen Nachwuchs ist er hier, der Matchwinner. Auf jeden Fall ganz, ganz cool. Reda macht sich lang. Viel mehr kann er nicht mehr machen, macht sich breit und Guttau behält die Nerven. Und was macht Antonios Papadopoulos? Hier, rums, zack, halbiert die Eckfahne, hatte schon gelb und bekommt dafür die gelb-rote Karte. Dann 10 Minuten Nachspielzeit, es gibt unfassbar viele Unterbrechungen. Lübeck haut den Ball nach vorne, Kopfballverlängerung, Okungbowa, Härtner, rechts vorbei, die letzte Chance für Lübeck. Es bleibt beim 2-3. Es hat heute wieder nicht viel gefehlt. Einfach die Cleverness und individuelle Fehler müssen wir einfach abschalten. Und trotzdem sehe ich uns auf den richtigen Weg. Bloß wir müssen schleunigst diese Fehler abschalten. Was hat denn Florian Schnorrenberg vor allem in der Pause gesagt, dass sie so aus der Kabine gekommen sind? Ja, einfach, dass wir weitermachen sollen, dass wir wissen, wo unsere Stärken liegen, dass wir einfach als Mannschaft auftreten müssen, um das Ding auch rumzubiegen. Und hat gut geklappt. Halle feiert seinen 2. Sieg in dieser Woche am Mittwoch gegen Meppen, jetzt in Lübeck. Ja, und der VfB offensiv, aggressiv und naiv. Der Aufsteiger bleibt Tabellenletzter mit nur 2 Punkten.
Alle Spiele der dritten Liga live. Nur bei Magenta Sport.